1972 wurde ich in Leipzig geboren. Die ersten 18 Jahre lebte ich in Schleußig. In der Schule erfuhr ich von einer bevorstehenden Eiszeit. Klimakatastrophe, die stellte ich mir damals ganz anders vor. 1990 engagierte ich mich beim Neuen Forum im Leipziger Südwesten. Im Juli beendete ich meine Lehre und arbeitete ein halbes Jahr in der Landesgeschäftsstelle des Neuen Forums. Unterstützte beim Landtags- und Bundestagswahlkampf. Später zog es mich beruflich in die Ferne und ich wurde für 25 Jahre zu einem inaktiven Mitglied im Leipziger Kreisverband. 2017 fand ich im Landkreis Leipzig ein schönes unsaniertes Fachwerkhaus mit einem Garten voller alter Obstbäume. Ich beschäftigte mich mit alten Bautechniken, schrieb Anträge für den Denkmalschutz, sammelte Erfahrungen mit Handwerkern. Ich weiß nun, alte Häuser lassen sich problemlos mit einer Wärmepumpe beheizen. Wer das Gegenteil behauptet, dem zeige ich gern die Stromrechnung der letzten Jahre. Wir sprechen von Kreislaufwirtschaft, als sei das etwas Neues. Für die Erbauer meines Hauses war es doch ganz normal, Baumaterialien aus der Gegend zu verwenden, zu nutzen, was sich wiederverwenden ließ. In der DDR war es nicht viel anders. Seit Jahren stehen trojanische Pferde in den russischen Nationalfarben auf unseren Marktplätzen und täuschen vor, eine Alternative zu sein. Und als man dachte, es geht nicht schlimmer, tauchten die Freien Sachsen auf. Bürgermeister der Freien Wähler laden Hubert Aiwanger zu Werbezwecken ein und verneinen eine Abgrenzung nach rechts außen. Nein, mit Nazis spricht man nicht. Die Brandmauer zur neuen Rechten ist wichtiger denn je. Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie lebt nicht von gewählten Politikerinnen und Politikern, sondern von einer starken, aktiven Zivilgesellschaft. Vor 2 Jahren zeichnete sich in Kitscher ab, dass es zur Bürgermeisterwahl nur einen Kandidaten geben würde. Kann man sowas überhaupt Wahl nennen? Ich entschied mich, den Bürgermeister herauszufordern. Zur Landtagswahl 2019 erreichten wir hier keine 3%. Die Stadt ist durch den Bergbau entstanden. Nach der Wende zog die Hälfte der Bevölkerung weg. Kein einfaches Pflaster für einen Grünen. Den einzigen Grünen in Kitscher. Absehbar gab es unschöne Situationen, die gibt es bis heute. Damit hatte ich gerechnet. Nicht erwartet hatte ich den großen Zuspruch. Am Wahlabend wurde ich dann ein zweites Mal überrascht. Auch durch die Menschen, die aus Leipzig hier aufs Land gezogen sind. Meine Freude darüber ist aber nicht uneingeschränkt. Jeder Flächenverbrauch ist ein Fluch. Junge Familien aber ein Segen für unsere Region. Im Gespräch mit Menschen, die vor 1990 Tag für Tag im Tagebau kämpften, den Laden am Laufen zu halten, bekam ich eine Ahnung von der damaligen Situation. Wenn wir aus heutiger Sicht über die Braunkohle reden, dann dürfen wir nie vergessen, es war eine andere Zeit. Es gab in der DDR keine anderen Möglichkeiten zur Energieversorgung. Der Leistung dieser Menschen kann man nur mit Respekt begegnen. Was durch den Strukturwandel vor 100 Jahren in unserer Region begann, geht nun langsam zu Ende. In wenigen Jahren wird der Braunkohleabbau nicht mehr rentabel sein. Fürs Klima eine positive Nachricht. Irgendwann werden auch die Sandstürme in Neukieritsch der Vergangenheit angehören. Und, so man eine Wasserquelle auftut, werden sich auch die letzten Tagebaulöcher in Seen verwandeln. Die Zeichen stehen gut. Wir sind mittendrin, unsere Region umzubauen. Finanzielle Mittel sind vorhanden und wenn wir es aktiv und klug gestalten, dann werden wir in naher Zukunft ganz vorn dabei stehen. Einfach wird es nicht, aber wir werden es schaffen. Es gibt Parteien, die einfache Antworten auf alles haben. Man müsse einfach nur Atomkraftwerke in Sachsen bauen, die Grenze schließen und ach, eigentlich war früher alles besser. Man könne aus unserer Demokratie eine Gesellschaft nach russischem Vorbild machen. Imperialistisch, repressiv, homophob. Das ist keine Alternative für Deutschland. Das ist der Albtraum. Eingesperrt zu sein, die eigene Meinung nicht offen äußern zu können, zusehen zu müssen, anstatt mitgestalten zu können. Ein gutes Morgen baut man nicht mit ewig Gestrigen, sondern nur mit einer vitalen Zivilgesellschaft und einer starken grünen Fraktion im nächsten Sächsischen Landtag. Ich kann es mir nicht wieder vorstellen, in einer Diktatur zu leben. Und ich werde alles dafür tun, dass es nie wieder so weit kommt. Ich bin Christian Müller, Direktkandidat im Wahlkreis Leipzig Land 1 und bewerbe mich für Platz 20 der Landesliste zum 8. Sächsischen Landtag. Thank you.